an der Farbe auch an. Was? Du hast auch an. Herzlich willkommen zum Gottesdienst von den Nordemer Kerb. Schön, dass ihr da seid. Zum 67. Mal feiern wir Nordemer Kerb nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr wisst, die Kirche war abgebrannt im Zweiten Weltkrieg und erst 1955 ist sie wieder eingeweiht worden. Und das ist jetzt mittlerweile 67 Jahre her. Und das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich es auch nicht. Ihr Lieben, ich schlage vor, wir fangen gleich mit dem allerersten Lied an. Ich denke, ihr habt alle einen Liedzettel gekriegt. Die Kinder kennen es aus der Grundschule, vielleicht nur aus dem Kindergarten. Danke, singen wir zusammen und die ersten zwei und die letzten zwei Strophen, bitte. Ihr Lieben, wir feiern den Gottesdienst im Namen von unserem Herrgott, der wo Vater, Sohn und Heiliger Geist für uns ist. Amen. Ich habe euch heute Morgen 30. Psalm mitgebracht. Auf Hessisch natürlich. Da heißt's,
Ich will dich, Gott, lobe und preise, weil du mich aus dem Loch gezogen hast. Lieber Gott, nach dir hab ich gekriegt, da hast du mich wieder in die Reihe gebracht. Lobt unseren Gott, er Heilige, und preist seinen Namen. Weil stinkig ist er bloß ein Augenblick, aber lebenslang gnädig. Ach, wann man obens pinsen muss, darf man sich morgens wieder freuen. Aus meinem Gepins hast du einen Tanz gemacht, mich aus meiner Trauerklamotte rausgeholt und mir lauter Freude angezogen. Desteweil sing ich für dich und bin nicht still. Lieber Gott, dir danke ich für ewig. Und mir bete weiter. Wer mich atme und lebe lässt, das bist du, lieber Gott. Wer mich schweige und rede lässt, das bist du, lieber Gott. Wer mich arbeite und reifer werden lässt, das bist auch du, lieber Gott. Deshalb bitten wir dich, schenk du uns ein bisschen Freude an deine Tage, bleib bei uns und schenk uns dein Segen. Amen. Beim Apostel Paulus im Korintherbrief heißt es im 13. Kapitel, manch einer erkennt es vielleicht wieder von der Hochzeit oder so oder vom Konfirmationsspruch. Wann ich rettet tät, wie die Engelscher, und wer ohne Liebe, tät ich mich, o Herrn, wie ein alter Armer. Wann ich rette kennt, wie ein Prophet, und tät alle Geheimnisse wisse und kennt Glaube zum Bärsche versetze, und wer ohne Liebe, wär ich gar nix. Wann ich alles, was ich hab, der arme Leid gebe tät, und ich tät mich verrobbe, und wär ohne Liebe, da hätt ich gar nichts davon. Die Liebe hat Geduld und ist freundlich. Die Liebe rächt sich nicht auf. Die Liebe macht keine blöde Witze und tut sich nicht aufblasen. Die Liebe erträgt alles, die glaubt alles, die hofft alles und hält alles aus. Herr, dein Wort ist ein Licht für mein Fies und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Wir singen zusammen. Lobe den Herrn, auf dem Liedblatt steht's. Thank you.
Ja, ihr Liebe, ihr Kerbe Major und ihr Kerbe Bosch von nah und von fern, seid noch einmal herzlich willkommen. Für heute habe ich was vorbereitet. Auf Hochdeutsch heißt es ja die kanaanitische Frau. Aber da kann sich ja keiner was drunter vorstellen. Deshalb nennen wir sie heute einfach mal die Frau von Triptebach. Denn genau das ist sie. Im Matthäus-Evangelium steht wahlweise auf Altgriechisch, auf Hochdeutsch oder auch auf Hessisch die folgende Geschichte. Von dort ist Jesus dann fortgegangen und dann hat er sich zurückgezogen in die Gegend von Tyrus und Sidon. Ausland, Triptebach halt. Und da guckst du, eine Frau da aus der Gegend von Kanaan ist gekommen und hat gekriegt. Herr, helf mir, du Sohn vom David, meine Tochter hat's schwer verwischt. Er aber hat keine wörtliche Antwort. Unsere Jünger sind gekommen und haben gebetet, ach, helf er doch, sonst kreischt die uns alles hinterher. Er aber hat geantwortet, ihr wisst doch, ich bin nur für die verlorene Schaf vom Haus Israel zuständig. Sie aber ist wieder gekommen und hat sich hingeschmissen und zu ihm gesagt, Herr, helf mir doch. Da hat er geantwortet, ich find's nicht in Ordnung, wenn man die Kinder das Brot fortnimmt und es den Hunde hinschmeißt. Da hat sie wieder gesagt, ja Herr, aber ach, die Hundefresse von den Breckelscher, die wo vom Tisch von ihren Herrscher runterfallen. Da hat Jesus geantwortet, Frau, dein Glaube ist groß und es soll genauso passieren, wie du es haben willst. Und von der Stunde an war ihr Tochter daheim wieder in der Reihe. Ja, ihr Lieben, so kennen wir doch den Jesus eigentlich nicht, oder? Also, dass er zu irgendjemand sagen tät, für dich bin ich nicht zuständig. Sonst ist er doch immer der liebe Jesus und der gute Jesus und so sanftmütig und alles. Wunder macht er und alle Leid hat er geholfen und so weiter und so fort. Vorbildlich halt. Stellvertretend für die Lieb vom liebe Gott. Und dann sowas. Tut er so eine arme Frau abfertigen wie ein Finanzbeamter, der schon eine halbe Stunde früher Feierabend machen will. Für sie bin ich nicht zuständig. Da müssen sie zu ihrem Sachbearbeiter gehen. Nur dienstags zwischen Viertel nach drei und halber fünf. Und das auch nur, wenn sie die Formblätter B5, C3 und die Anlage K dabei haben. Haben sie die? Na, sehen sie? Und nicht nur, dass er keine Anstalten macht, er zu helfen, beleidigt tut er sie eigentlich ja auch noch. Die Frau ist doch kein Hund. Wann er sagen wollt, oder was er eigentlich sagen wollt, ist eigentlich ja klar. Jesus ist das erste Mal für sein eigen vollkommen. Das ist Allah schon genug erwitt. Die hören ja auch nicht, wann man was sagt. Und dann soll er auch noch die Nachbarvölker bearbeiten. Na, irgendwo muss Achemo Schluss sein, hat er jedenfalls gemahnt. Hat er gedenkt. Und dann kommt die Frau und die geht einfach nicht fort. Die lässt sich nicht fortschicken. Lästig wie ein AB-Mick. Und dann tut sie noch diskutieren. Man fasst's ja nicht. Mag ja sein, dass die hohen Herren sich nicht um die Viecher kümmern, aber deshalb fällt doch also mal was für sie ab. So sagt sie. Und das, ihr Leben leid, das hätte jetzt Jesus wieder nicht erwartet. Nicht nur, dass die Frau wieder Worte gibt, die hat auch noch recht. Eine kurze Denkpause und dann gibt er nach. Frau, dein Glaube ist groß. Und das ist ein großes Kompliment, wenn man bedenkt, was die Jesus seine Leid sonst so alles an den Kopf geworfen hat. Seine eigenen Freunde, ihr Klargläubige und so. Denen hat er immer gesagt, habt euch nicht so, traut doch was. Traut euch was zu und traut vor allem im Liebe Gott was zu. Ihr Lieben, ich finde die Geschichte ja deshalb gerade besonders interessant, weil die so viel anders ist wie die andere Geschichte von ihm. Ansonsten zeigt er ja immer der anderen Leid, wo es lang geht.
Wenn die nicht so recht wolle, dann schändet die Bagage auch schon immer ganz ordentlich. Und erinnert euch da, wie er im Tempel drin war mit der Peitsche und einfach die ganze Händlerbagage rausgeschmissen hat. Ja? Aber hier ändert er seine Meinung, weil die Frau die Gehe gehalten hat. Sie kriegt ihren Wunsch erfüllt, er sorgt dafür, dass ihre Tochter wieder in die Reihe kommt. Alla, also, gucken wir mal, was lernen wir denn jetzt dort raus? Ich denke, hartnäckig muss man sein. Ausdauernd. Nur nicht aufgeben. Denn der liebe Gott ist gerade genauso. Das ist ja die ganze Heilsgeschichte quer durch die Bibel. Der liebe Gott gibt uns nicht auf. Mir, also mal andersrum, schon. Aber er gibt uns nicht auf. Der rennt uns hinterher wie der Schäfer draus im Rosengarten hinter einem verlorenen Schaf. Ganz egal, wie blöd wir uns ausstellen, der liebe Gott bleibt uns auf der Spur. Ich denke mal, nur Menschen sagen zu sich selber, dafür bin ich nicht zuständig. Unser Gott aber, der fühlt sich immer zuständig. Und am allermeisten fühlt er sich zuständig für die, die wo von allen anderen verlassen worden sind. Die Arme, die Schwache, die im Krieg, die ohne Arbeit, die ohne Liebe und die ohne Sinn. Und das ist dann halt auch ein Trost, wenn es einem überhaupt nicht so gut geht. Wisst ihr, Leute, ich kenne eine Frau, ernsthaft, Echtgeschichte, Wahrgeschichte, die war für einen Bauauftrag 4-mal auf dem Amt. Also nicht in Bibels, in Darmstadt war das, aber naja. Jedes Mal haben sie wieder heimgeschickt, weil im Amt irgendein Akteordner verschwunden war. Beim 5. Mal hat sie ihre Töchterchen mitgebracht, ihre Mutter mitgebracht, einen Rucksack voll Bauklötzchen und hat sich mit der ganzen Familie auf dem Amt einfach vor das Zimmer vom Amtsleiter gehockt. Wie beim Picknick. Und als der Amtsleiter beim Heimgehen, weil er Feierabend hat, gesehen hat, was sie da macht, hat er gefragt, was macht denn ihr da? Und die hat gesagt, ich war jetzt schon 4-mal da, ihr seid nicht in der Lage, meinen Bauauftrag zu bearbeiten, ich bleib jetzt da so lang hocke, bis der Bauauftrag beschieden worden ist, dass es geht. Weil in Ordnung ist alles. Erst hat er gedacht, er ruft die Polizei, dann hat er gedacht, dann kommt bestimmt auch die Zeitung. Und dann hat er gesagt, rein mit euch. Und was glaubt er? Um 5:30 war der Bauauftrag durch. Kleiner Tipp. Hartnäckig muss man sein. Frau, dein Glaube ist groß, es soll so passieren, wie du es haben willst. Ich denke mir, vielleicht ist ja sogar die ganze Geschichte beim Jesus so ein Wendepunkt. Von da an hat er sich um alle Leid gekümmert, groß und klar, Hipptebach und Triptebach. All dieweil hat er auch immer mehr Geschichten erzählt, wo es darum geht, dass man sich gefälligst bemühen soll. Denn wenn sich ja unser Herrgott so hartnäckig um uns bemüht, dann könnte wir uns ja zur Abwechslung auch einmal umeinander bemühen. Ist ja vielleicht, gerade wie wir heute hier sind, auch ein Zeichen, dass das alles mal klappt. Vielen Dank an der Stelle an alle, die hier mitgearbeitet haben, dass die Kerb wieder klappt. Alla, warum soll man das alles machen? Weil man miteinander was machen kann. In der Bibel geht es immer darum, in den Himmel zu kommen. Aber es geht auch darum, hier in der Welt was zu verändern. Erinnert euch doch einmal, wenn die Leute 89 damals nicht so hartnäckig gewesen wären, dann täte man als noch auf die Mauer gucken. Erinnert euch einmal an eure Kindheit oder einfach nur so vor 40 Jahren. Hat Rei ausgesehen wie Milchkaffee, hat aber noch ganz anders gestunken. Wenn die Leute nicht so hartnäckig gewesen wären, wäre das immer noch ein totes Gewässer. Heute fast richtig sauber. Großartig, hätte keiner gedacht. Man darf es aber auch nicht verwechseln. Hartnäckig heißt noch lange nicht, dass man sich irgendwas ausdenken kann, was für anderen Leid auch gelten muss. Hartnäckig kann man nur sein, in dem Sinn wie in der Geschichte, wenn es auch wirklich was Echtes gibt, auf das man hoffen kann. Hartnäckig ist auch nicht, einen toten Gaul zu reiten, weil man es schon immer so gemacht hat, aus Tradition. Hartnäckig sein kann man nur, wenn man weiß, der Gaul lebt und es lohnt sich, den zu reiten. Und ich denke mir immer, wenn wir alle miteinander hartnäckig wären, gehe die, die wo drauf dienen,
unsere Welt kaputt zu machen, dann wäre der Klimawandel schon Geschichte. Und die einfachen Menschen hat mir geschweren, gehe die Kriegsminister und ihr Diktatoren in aller Welt, dann täte die Welt mit Sicherheit ganz anders aussehen. Und ich finde, auf die Art und Weise kann man sich auch mal selber einen kleinen Ruck geben. Heute will ich euch aber vor allem mitgeben, wenn ihr ein gutes Ziel vor Augen habt und bleibt hartnäckig, für euch und für anderen Menschen, dann und dann klappt es nämlich auch mit dem Himmelreich. Amen. Ich schlafe vor, wir singen noch einer. Genau, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Genau wie in die Kirche, in die einzige Strophe ein kräftiges Halleluja nein. Aber er sonst nicht singen kann, das kennt er. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja, Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in alle Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Halleluja, Ehre sei Gott auf der Erde, in alle Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Ihr Lieben, lasst uns miteinander beten und Fürbitte halten. Ihr kennt sitzen bleiben zum Vater unser, stehen wir auf, aber jetzt keine Panik. Lieber Gott, wir bitten dich für die Leid auf unserem Dorf, die Kleine und die Große. Steh uns bei an alle Gute, aber auch an alle schlechte Tage.
sei bei uns und für uns, wie du es willst, und helf uns, beieinander zu bleiben. Guter Gott, wir bitten dich auch für unser ganz Land. Guck uns an und seh, was uns bewegt. Helf, dass wir es schaffen, dass auch die Kleinen und die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Helf uns, dass nicht das Geld oder die Gewalt uns regieren, sondern Verstand und Liebe. Deshalb helft der Politiker und alle anderen in der Wirtschaft, für die Leid zu schaffen und nicht nur für sich selber. Lieber Gott, mir bitte auch für all die in unserem Land, die sonst nicht gehört werden. Die keine Arbeit haben, die wo kein Dach über dem Kopf haben und die auch, die keine Hoffnung mehr haben. Schenk doch Hoffnung, wo die Leute traurig sind. Schenk doch ein bisschen Kraft und noch mehr Mut, wo die Leute sich nichts zutrauen. Helf uns, lieber Gott, auch anderen Leid zu helfen. Und lieber Gott, mir bitte auch für die Kerb in den nächsten Tagen, da wie wir hier zusammen sind. Lass uns zusammenhalten und miteinander Freude haben, die Kinder und auch die Alten. Lass es uns aber auch nicht übertreiben, dass keiner unter uns leiden muss. Wenn die Kerb rum ist, dann lass uns wieder fröhlich in unseren Alltag gehen. Und jetzt erlebe ganz hochdeutsch, weil sonst schaffen wir es nie zusammen, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch noch einmal hinhocken und wir singen zusammen: Komm, Herr, segne uns, das letzte Lied auf eurem Plätschern. So, ich soll euch noch sagen, in der letzten Woche hatten wir 58 Euro in der Kollekte. Ganz herzlichen Dank dafür. Heute sammeln wir für die Eichengemeinde hier in Nordheim und in Wattenheim, in Norde und in Wattre. Gleich noch ein Hinweis. In der Woche
ist Erntedank. 2. Oktober. Und da laden wir euch von der Evangelischen Kirche ganz herzlich ein, um mittags um 2, 14 Uhr in der Kirche. Festgottesdienst, Abendmahl, Vorstellung von unserer neuen Konfirmanden. Und anschließend gehen wir miteinander in die Halle und da haben wir unseren Herbstkaffee. Gibt's Kaffee und Kuchen und die Ballettkinder tanzen wieder und die Regentropfenwerkstatt hat einen Stand und ein paar Bücher wird's auch geben. Kennt ihr schon Weihnachtsgeschenke kaufen? Das in der nächsten Woche. Erntedank, 14 Uhr in der Kirche. Ganz herzlich Einladung. Ihr Lieben, wir gehen in den Tag, in unser Fest hier, in die Kerb, unter Gott, Gottes Segen. Wenn ihr kennt, könnt ihr nochmal aufstehen. Unser Herrgott behüt euch und er steht euch bei. An jedem Tag, morgens und abends und in der Nacht. Unser Herr sei bei euch und hab auf euch Acht. Er passt Acht jeden neuen Tag. So geht in seinem Segen, im Segen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Lässt du noch ein bisschen Musik?